Hallo meine Lieben, ich habe ein Anliegen. Und zwar würde ich gerne wissen, warum man, wenn man Aufschnitt kauft, dass jedes Mal in Folie alles eingepackt wird, ja. Es gibt sogar einen Laden, der ist noch intelligenter, der packt das in Papier und Folie ein. Und das möchte ich euch mal hier zeigen. Das ist hier von heute Morgen eingekauft. Leute, ich werde da jetzt auch nicht mehr einkaufen. Das ist jetzt paar Mal. Also wenn ich einkaufen gehe beim Metzger, ich sage, er soll mir das immer in Papier einpacken. Hier in Papier. Und deswegen kaufe ich auch schon lange keine abgepackte Wurst wegen der Folie. So, jetzt möchte ich euch das mal zeigen. Das ist hier richtig schön eingepackt, ja? Könnte man meinen. Toll, bleibt frisch. Super klasse. In Papier eingepackt. Ist das nicht toll? Aber wenn ihr das aufmacht, ja, dann könnt ihr auf einmal sehen, es ist nicht nur in Papier eingepackt, ja? Ich zeige euch das jetzt mal. So, dann reiße ich das mal hier raus. Es ist nicht nur in Papier, es ist sogar in Folie eingepackt. Was man natürlich manchmal auch nicht weiß, wenn man das erste Mal da einkauft und sagt, hier, ne? In Papier, sogar in Folie. Das heißt, doppelt belastet, ja? Papier und Folie. Und ich frage mich wirklich, ob das sein muss, dass man das in Papier und Folie einpacken muss. Also in den meisten Metzgerläden werden die Sachen in Folie eingepackt. Wie gesagt, ich sage jedes Mal, ich möchte alles in Papier eingepackt haben. Klar, das ist ein kleiner Teil. Ich kann dadurch die Umwelt nicht retten oder keine Ahnung. Aber wenn ich überlege, dass jeden Tag Wurst gekauft wird und jeden Tag dieses Papier mit Folie, ja, mit Folie verkauft wird, ich möchte gerne wissen, in einem Monat, wie viele Säcke Folie das ist. Ob das jetzt hier ist, was man natürlich ganz schnell ändern könnte, also nur in Papier einpacken, das würde auch gehen, ja. Und was mir immer noch am Herzen liegt, ist immer noch die Zeitung, die am Wochenende oder am Mittwoch, ich weiß jetzt nicht, welche von beiden, mit Folie kommt. Bei mir natürlich nicht mehr, weil ich habe ja auf dem Briefkasten stehen Zeitung ohne Folie. Bringt natürlich auch nicht viel, weil, wie ich meine, die Postboten machen die Folie vor dem Haus, machen sie mir die Folie ab und schmeißen mir dann die Zeitung rein. Bringt ja auch nichts. Es würde was bringen, wenn die Zeitung ohne Folie geliefert wird. Wäre ein kleiner Teil, was man tun könnte für die Umwelt. Genauso wie mit dieser Wurst einpacken hier, ja. Verschiedene Sorten, so viel Folie. Es ist unglaublich, dass man quasi nichts mehr kaufen kann, als Verbraucher in einen Laden geht, egal in welchem Regal es alles mit Folie ist. Ich weiß nicht, was sich da ändern soll. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, die Politiker sind gefragt, hier wirklich hier einen Riegel zu setzen und sagen, so Leute, stoppt jetzt hier, ne? Das wird nicht mehr in Folie und das und das und das auch nicht mehr. Ja. Nur mal das hierzu. Ja, ihr könnt jetzt unter den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet hier. Ja, ob das so sein muss oder keine Ahnung. Es sind ja auch, ne, Kommentare pro und contra immer. Ja, dann, ich werde auf jeden Fall die Firma natürlich nicht nennen hier, wo das gekauft wurde, ja. Viele wissen das dann schon, wenn die das sehen, das Papier. Aber da sollte man sich doch mal auch als Geschäftsführer oder so mal Gedanken machen, wie ich das anders machen kann. Von daher wünsche ich allen ein schönes Wochenende und sage Tschüss.